So, und das heißt, es ist nicht automatisch, dass der Kram durchkommt. Es gab gestern einen Löschantrag, vermutlich um hier nochmal ein bisschen die Diskussion anzuheizen, zum Projekt Blinken Lights. Ja. Genau. Ja, eine Sekunde. Ich will nur sagen, der Artikel zum Projekt Blinken Lights hatte bis gestern keinerlei Quellen außerhalb des CCC-Umfeldes. Ja. So, dann wurde ein Löschantrag gestellt. Mittlerweile hat er, ich glaube, 4, 5 Quellen, die auf New York Times-Artikel und so weiter verweisen. Und es war eine Frage von ein paar Minuten. Dann wurde der Löschantrag wieder vorzeitig entschieden. Der Artikel wird behalten, keine Frage. Nur es muss sich halt irgendjemand die Mühe machen, diese Quellen rauszusuchen. Und ehrlich gesagt, viele Leute, die... Löschantrag stellen ist einfacher. Du kriegst es mit. Super, ja. Entschuldigung, erstmal die... Das ist Quatsch, das ist bitte, totaler bitte Quatsch. Bitte die Leute an den Mikrofonen, die stehen da schon eine ganze Weile. Ja, ich würde da nämlich gerne mal was drauf erwidern. Dieses Argument, ein Löschantrag führt nicht automatisch zur Löschung. Ich finde, das ist so diese Schäuble-Argumentation. Also bloß weil ich ein Gesetz vorschlage, geht es nicht gleich durchs Bundesverfassungsgericht. Ich finde, das ist irgendwie eine komische Ansicht. Punkt 2 von 3, für mich ist irgendwie diese Irrelevanz-Debatte völlig irrelevant, weil worum es doch eigentlich gehen würde... Ja, ich stehe auf Meta. Nee, worum es eigentlich gehen sollte, ist doch eine Qualitäts, sozusagen Diskussion. Und wenn der Kirchturm in Hinterglockensdorf unwichtig ist, aber der Artikel stimmt, TM, ja, dann soll er doch drinbleiben. Also das müsste doch eigentlich das Punkt sein. Um den Punkt noch ein bisschen zu verstärken, würde ich noch einen dritten Aspekt mit reinbringen. Und zwar, ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass Wikipedia soll ja sozusagen eine Sammlung freien Wissens sein, freies Wissen. Das heißt, wenn jetzt argumentiert wird, Wikipedia soll kein Cocktailführer werden, dann würde ich erstmal antworten, warum denn nicht? Und zweitens, es wird dann, wenn es einer ist, dann ist es ein freier. Das heißt, die Bilder, die da drin sind, kann ich benutzen, die Texte, die da drin sind, das kann ich alles benutzen. Wenn argumentiert wird, dann sollen sich doch andere Cocktailführer oder andere Kochbücher drum kümmern. Da kann man die Bilder nicht nehmen. Nur es gibt, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Wikibooks, ja, ein Schwesterprojekt der Wikipedia, auch betrieben von der Wikimedia Foundation, was genau für diesen Zweck gedacht ist. Ja. Also ich gehe nicht in eine Enzyklopädie, um ein Kochrezept zu finden, weil ich jetzt gerade vorm Herd stehe und irgendwas produzieren will. Also ich nehme dafür ein Kochbuch. Du nicht. Ja. Okay, nächstes Statement bitte. Ich habe einmal zwei Punkte. Das eine ist, ihr redet immer so ein bisschen schwarz und weiß. Es gibt die guten Artikel, es gibt die schlechten. Ich meine, wir leben doch hier in Float. Also, man kann doch eigentlich technisch ziemlich gleich was umsetzen, dass es sich einfach graduell selber entscheidet. Meinetwegen durch diese Sternchensysteme oder durch was auch immer oder durch Besucherzahlen und durch Anzahl-Edits. Also das sehe ich jetzt nicht so technisch als Problem. Zweite Sache, ihr sagt immer, ja, dann macht doch eine eigene Wikipedia. Ich meine, habt ihr mal darüber nachgedacht, was das bedeuten würde? Ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, dieser Artikel wurde da gelöscht, hey, mache ich mir eine eigene Wikipedia auf. Wird ja nie gelesen. Ich will ja auch, dass das Wissen, was ich irgendwie versuche ins Netz zu bringen, gefunden wird, benutzt werden kann. Ich finde dieses Argument einfach schwachsinnig. Dann forke die doch. Also, wie soll ich denn das machen? Ich wollte gerne, auch wenn das... zu Kurt noch kurz sagen zu dem Thema Wikibooks und auch zu der Frage, die wir davor hatten mit den Löschdiskussionen. Ich sehe bei den Löschdiskussionen immer, ich sehe öfter, dass es eigentlich überhaupt nicht um Argumente geht, sondern darum, wer den längeren Atem hat. Ja? Du liest hier diese ellenlange Diskussion durch. Das Problem, was die Wikipedia, glaube ich, teilweise hat, und da kommt zum Beispiel Wikibooks, aber vor allem auch solche Sachen wie Wiktionary. Ihr benutzt die völlig falsche Software für den Zweck. Da wird eine Diskussion geführt auf einer Wiki-Seite. Da werden strukturierte Informationen wie ein Wörterbuch wird in MediaWiki abgebildet. Das ist einfach...
Wenn du dir diese Diskussionsseiten mal anguckst, dieses ellenlange Zeug, wo sich kein Mensch drin zurechtfindet, ja, wo keiner weiß, ob da vielleicht irgendwas mal geändert wurde von irgendjemandem, wo du nicht siehst, ob irgendwo in einem Thread noch was zusätzlich eingefügt wird oder nicht, machst du da nicht mal einen Schritt nach hinten und guckst dir das an und denkst dir, fass dir an den Kopf, was mache ich hier eigentlich? Absolut, das ist absolut das falsche Tool. Nur ehrlich gesagt, hier sitzen in diesem Saal sitzen eine Menge Leute, die fähig und in der Lage wären, ein großartiges Interface zu programmieren für Diskussionsseiten, was endlich mal tauglich ist, ja? Aber wer macht's? Das Problem ist, ich habe das an Tag 1 in diesem Workshop mitgekriegt. Ich finde auch. Diese interne Diskussion immer großartig und so. Ich möchte doch mal hören, was die Leute da sagen. Ja, bitte. Also ich habe einmal das Problem, dass der Kollege schon einige meiner Argumente gebracht hat. Ich denke mal, wenn sich wer hinsetzt, einen Artikel schreibt, dass er zumindest einmal für den Relevanz hat. Und wenn jemand den Artikel sucht und findet, dass dann für den auch eine Relevanz hat, dass dann schon mindestens zwei Leute da sind, die dieses Thema und diesen Artikel relevant finden. Wen es nicht interessiert, der wird es nicht finden. Und die andere Sache ist, ich finde es, gerade was Löschungen und die Relevanzdiskussion selbst betrifft, ziemlich, stimmt mich persönlich nachdenklich, der auch an der Wikipedia mitarbeitet, dass eine Handvoll Leute im Vergleich zu den Usern entscheiden wollen, was ist relevant, welches Wissen ist relevant, welches Wissen ist nicht relevant. Wissen ist, wie schon du gesagt hast, vielleicht nicht diskutierbar, aber Relevanz auch nicht. Nur weil es für dich nicht relevant ist oder nicht für irgendeinen Admin oder irgendeinen, der ewig Zeit hat, 100.000 Edits zu machen, weil er vielleicht nebenbei auch arbeitet, heißt das nicht, dass dieses Thema nicht relevant ist für den und der das findet. Ich würde jetzt ganz gerne, es stehen viele Leute an den Mikrofonen, wenn vielleicht jeder so ein Statement von 2-3 Sätzen macht, dann haben alle die Gelegenheit, was zu sagen, weil wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, oder ihr antwortet einfach kürzer. Also es muss ja schon möglich sein, auch weiter. Also es muss schon mehr möglich sein, als nur eine Frage an euch zu stellen. Ich würde ganz gerne die Punkte dann auch debattieren wollen und vor allen Dingen langsam mal dazu hinkommen, so jammern, wie schlecht das alles ist, das könnten wir jetzt noch stundenlang, das müssen wir nicht tun, das wissen wir alle, sondern die Frage ist irgendwie, was tun wir denn jetzt? Bitte schön. Aber jetzt erstmal die Statements bitte, ich würde gerne alle hören, die da stehen. Ich jetzt wahrscheinlich, okay. Ich wollte 3 Punkte loswerden, und zwar der erste, also Wikipedia nutze ich natürlich auch schon seit Jahren, hatte auch schon vor Jahren immer kleine Änderungen gemacht, Formulierungen geändert, Infos ergänzt, Ähnliches. Letztes Jahr hatte ich dann meinen ersten eigenen Artikel reingestellt, habe dann auch vorher natürlich mir die Kriterien durchgelesen, habe halt gesehen, so wie soll man es machen, welche Schablonen, Ähnliches, habe mir einen Artikel geschnappt, der schon länger existierte, der vergleichbar war. Also selbe Kategorien etwa, habe mich anhand dieses Artikels orientiert, mich mehrere Stunden hingesetzt, den Artikel schön sauber geschrieben, Ähnliches, reingesetzt. Der Artikel wurde wenig später dann halt mit diesem Dings da halt redigiert, keine Ahnung was, soweit so gut. 2 Tage später Löschdiskussion, wegen Relevanz wurde es dann gelöscht. Und das ist einfach so der Punkt. Es war dann so, ich hatte dann in der Diskussion noch reingebracht, interessanterweise wurden all die Sachen kritisiert, die bei diesem anderen Artikel, anhand dessen ich mich orientiert hatte, ebenfalls nicht vorhanden waren. Und jetzt hätte ich natürlich sagen können, okay, dann soll der andere Artikel auch gelöscht werden. Hätte ich aber extrem unfair dem anderen Artikel gegenüber gefunden, habe es natürlich nicht gesagt. Fakt ist dann halt, was ich dann halt so fand, also ich habe dann halt auch keine Lust mehr bekommen, weitere Artikel zu schreiben, weil ich irgendwo nicht gesehen habe. Ich habe dann halt irgendwo nicht mehr die Lust gehabt, nochmal mich mehrere Stunden hinzusetzen für die Tonne. Und deswegen, da leite ich dann über, fände ich es wirklich schöner, wenn wir eine Art von Bewertungssystem, egal jetzt, ob es durch die Nutzer erfolgt oder durch wen auch immer, aber dass es eine Möglichkeit gibt, für den Benutzer ganz klar zu erkennen, dieser Artikel ist, er ist noch frisch oder er wird noch nicht als so toll bewertet, ein bisschen besser bewertet, richtig geil bewertet, dass man also gleich zu Anfang das sieht. Denn dann kann man sich selber seine Meinung bilden. Kann man diesem Artikel trauen? Ist dieser Artikel vielleicht gerade von einer Firma aufgesetzt, die ihr Produkt toll findet? Da kann man es erstmal auf, der Artikel ist nicht so prall setzen.
Und dann natürlich, was dann auch kam zu der Sache, ist ein berechtigtes Argument mit denen, das ist ein Randthema, es gibt weniger Autoren. Da kann immer noch irgendwo